Ja, noch 8 Posten, jetzt nicht nervös werden. Ja, werde ich nicht. Auch ein, ja genau, wenn ich mich auch erinnere, ist, dass ich das Ziel mir selbst gesetzt hatte, bis Areal 100, alle auf Level 55 zu bringen. Ich kann jetzt spoilern, ob ich es schaffe oder nicht, aber ich lasse es. Da müsst ihr euch schon selber überraschen. Ja. Also. Wieso? Alter, wieso laufe ich da nicht? Oh Mann. Der 4 Tage jüngere Version. Die 4 Tage jüngere Version von mir ist schon ein bisschen retarded. Juk! Juk! Juk ist ein Kind. Ich glaube, ich habe da bestimmt sowas gesagt wie, ja, ich verliere bestimmt nicht gegen ein Kind. Okay, da ist 2 Psycho-Pokémon. Habe ich nach Tara jetzt vorne? Ja, tatsächlich. Guck mal. Kann ich ja schön gleich reinhauen damit. So, das Problem am Nachkommentieren ist, was mache ich da? Ich rede zwar, aber mir fehlt die Beschäftigung einfach dabei. Irgendwie, na keine Ahnung, das Gamepad anzuhalten, irgendwas zu drücken, ich weiß es nicht. Irgendwas zu machen einfach. Das vermisse ich da so ein bisschen. Einfach nur stures Gucken und Reden. Ist auch nicht so cool. So nachkommentieren, das bringt's irgendwie voll nicht, ich sag's euch. Ja. Ich könnte jetzt so eine komische Anspielung machen auf einen Let's Player-Skandal 2010, aber ach, scheiß drauf. Let's Player-Skandal 2010 nachkommentieren. So, die Schlauesten unter euch, die werden doch schon selber drauf kommen, ansonsten Pech. Am besten noch das Wort geklaut. Auch noch dazu. Oder ja, gut. Sowas in der Art. Ich denke, das sind genug Stichwörter. Mehr brauche ich da nicht setzen. Hey Mann, jetzt habe ich 15 Minuten kommentiert von 1 Stunde und 4. Das ist so. Das ist so ewig lang, ey. Ich habe noch nie erlebt, wie meine eigenen Let's Plays so langweilig sind, mir selbst gegenüber. Ich meine, die sind so unglaublich langweilig. Na, versteht mich nicht falsch, es ist langweilig, das nur stur Gameplay dazu sehen. Meine bezaubernde goldene Stimme, ja, damit wird das hier gleich noch 1000-mal besser. Weil meine Stimme halt golden ist. Ja. Entei absorbiert Sonnenlicht und ich denke, ich habe geplant, jetzt mal so auf Lunastein zu gehen. Oh. Und was wird daraus? Das seht ihr dann in der nächsten Episode. Tschüss. Nein, also wäre irgendwie nicht so gut. Nicht so koscher in so Motion. Oh Mann. Ich wünsche, mir würden jetzt gerade noch ein paar mehr Anekdoten einfallen. Tun es aber nicht. Ein paar richtig gute Geschichten aus meinem langen Leben. Aus meiner Vergangenheit. Eine richtig gute Vergangenheitsgeschichte. lass mich mal überlegen. Also auf jeden Fall, ja. Die Vergangenheit, die. Ach, wie drücke ich mich da am besten aus? Die Geschichte, meine Geschichte und nicht einfach nur irgendeine Liste mit irgendwelcher Scheiße, die ich in der Vergangenheit getan habe, sondern. Na, ihr versteht, was ich meine. Sondern, ja. Eher was Besonderes. Etwas Bewegendes, etwas Episches. Versteht ihr? Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Also so eine. Ach, keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht beschreiben. Ich weiß, ich wette, ihr wisst auch gar nicht, wovon ich gerade rede. Das Traurige ist, ich weiß irgendwie selber nicht so wirklich. Aber ich weiß, dass das Kind besiegt ist. Blablabla, ich hab verloren. Hallo? Ich dachte, ich wäre stärker. Ja, klar.
Der ist gerade mal 10 und glaubt, der könnte mich besiegen. Aber ich lasse mich nicht von 10 Jährigen besiegen. Das, nein, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Geht gar nicht. Ich lasse mich niemals von 10 Jährigen schlagen. Achso, ich tausche gerade ein Pokémon. Ja, ich habe hier immer so ein bisschen die Macke, die sollen ja immer schön sortiert sein. Und ich level die auch immer schön gleich. Bei jedem Pokémon-Spiel, ich level die immer gleich. Ich kann's eigentlich nicht nachvollziehen, wie jemand, was weiß ich, Level 20er hat, aber ein Starter-Pokémon auf Level 40 oder so. Ich denke mir nur, was mit den anderen? Das kann ich irgendwie nie so fassen. Also. Naja. Okay, Gegner hat Sonnenflor. Das habe ich, glaube ich, schon damals vermutet, dass er auf so eine Sonnentag-Taktik so auch spielt. Also damit Sonnenflor ein bisschen Solar strahlen kann und von mir aus so ein Feuer-Pokémon wird. Deswegen habe ich überlegt, ob ich selber erst Sonnentag einsetze. Aber dann dachte ich mir, na, doch nicht. Und greife lieber direkt an. Ich glaube, Sonnenflor könnte ein One-Hit dann sein. Ich glaube, ja, doch, dann habe ich auch mit beiden angegriffen. Nur um sicher zu gehen. Und es ist gut, auf sicher zu gehen, weil, ja, es ist doch kein One-Hit gewonnen. So viel habe ich jetzt mal wieder genug über das Spiel selbst geredet. Werde ich ja natürlich nicht so viel tun. Nein, ein Let's Play war das Spiel zu Bennis Ekler. Ach man. Okay, wie lange? Ja, fast 20 Minuten. Habe ich schon fast ein, ja, Fünftel hinter mir. Quatsch. 20 Minuten von einer Stunde sind ein Drittel. Egal. Okay, das war jetzt ein bisschen, ja, Fail. Egal, passiert. Ist ja, lieber komme ich ein paar Sekunden später erst drauf als gar nicht. Was geht sonst so ab? Ich kann ja auf YouTube gehen und mal gucken, wer alles was hochgeladen hat. Aber, na. Ah. Lass ich mal. Ich setze ein, Libeldra, oder, ja, los, ach, jawohl, ich setze Libeldra ein. Und Libeldra wird die Gegner jetzt auseinanderfetzen und so. Libeldra nimmt das Ganze, ja, echt ernst. Ach man, wieso kann das nicht schneller gehen? Schneller, ich würde es euch auch nicht übel nehmen, wenn ihr, naja, auf diese Parts verzichtet. Ich sehe da jetzt gerade selber keinen großen Unterhaltungswert drin. Also ich meine, es sind zwei verschiedene Sachen hier, die gerade passieren. Ich rede und ein Spiel ist im Hintergrund. Aber es ist nicht zusammenhängend. Es ist Meteorologie. Man, Meteorologie auf die Welt. Wow, ist die Attacke schwach. Unglaublich. Unglaublich. Ich hoffe, diesmal nimmt er meine Stimme auf, weil noch ein drittes Mal mache ich das bestimmt nicht mit. Warte, ich habe hier so einen Balken. Hallo. Ja doch, ich glaube, der reagiert auf meine Stimme. Dieser Balken reagiert schon auf meine Stimme. Ich tue hier schön Zeit totschlagen. Ja, genau. Zeit totschlagen. Wieso habe ich da Zeit totschlagen? Ja, so habe ich das Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ich habe keine Ahnung. Zeit totschlagen, Zeit totschlagen, Zeit totschlagen, Zeit totschlagen. Oh Gott, ja, beim schnell hintereinander reden wird das dann auch ein bisschen nicht so einfach. Was? Das kleine Viech kann Eisstrahl? Ich fasse es nicht. Oh, das ging ab. Das kam natürlich sehr unerwartet. Wieso macht er erst so eine schwache Attacke wie Meteorologie und dann plötzlich den dicksten Eisstrahl aller Zeiten? Ich glaub's wohl. Ich glaub, es hakt. Ja. Was kann ich sonst noch machen? Ich könnte nicht nur iPhone spielen, ich könnte auch DS spielen währenddessen. Oder PSP. Ja, ich bin der Handheld-Meister. Na gut, ich habe keinen 3DS. Oder eine neuere Konsole als, ja, der DS Lite. Oder, ja, DS Lite kam ja auch, ne, und die PSP 1, die habe ich noch. So, ja. Da bin ich natürlich nicht auf dem aktuellsten Stand. Auf dem 3DS hätte ich schon generell Lust, weil ich Mario Kart spielen will. Das war's dann end. Obwohl, ja gut. Ocarina of Time würde ich mir auch noch gönnen. Ja, und Mario 3D Land. Mehr interessiert mich momentan leider nicht so. Ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, ein 3DS zu kaufen.
Ho, ho. Ho. Ja. Alles klar. Soweit so gut. Ein fantastischer Kampf, es bleiben noch 6 Posten. Okay. Wo war ich denn gerade? Ja, 3DS. Weil ich... Ja, am meisten Bock hätte ich auf Mario Kart. Aber wie gesagt, das... Wie viel kostet der momentan? Ich weiß nicht, ob es wert ist, weil... Ich weiß nicht, ob ich viel damit spielen würde. Für diese 3 Spiele. Obwohl... Oh, warte. Das Einzige, was ich noch erwarte, ist Paper Mario und... Ja, Smash Bros. Dann, was aber irgendwie jetzt... hier irgendwie parallel zu der Wii U-Version rauskommt. Weiß nicht, ob es das wert wäre zu kaufen. Naja. Also. In Smash Bros. Für eine portable Konsole habe ich mir eigentlich immer gewünscht damals. Mit dem DS. Und das hat Nintendo ja nie rausgebracht. Und deswegen gab es dann so Fan, also so Homebrew, so selbstgebaute, selbstgemachte, für so Flashkarten selbstgemachte Smash Bros. Games. Teilweise und. Na, da hatten ein paar schon ziemlich Potenzial, aber war leider bis zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch welche gemacht werden. Ich denke, es wäre schon irgendwie dumm, wenn ja. Ich denke nicht. Aber hatten irgendwie doch nicht so Potenzial. Also ich war ja tatsächlich eine Zeit lang selber in so einem Forum angemeldet und auch in so einem Team dafür, weil ich habe ja auch so eine DS und so eine Flashcard, wo ich das spielen kann. Und ja, da war ich dann selber in einem Forum teilweise. Ja, und das war noch, wann war das denn? Warte. Das war noch vor meiner Let's Player-Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, es war so bis, oh, keine Ahnung, 2009. War es noch bis, nee, es war, das war auf jeden Fall noch vorbei, bevor ich angefangen habe zu Let's Playen. Und ich meine, ich glaube, das war so bis Ende 2009. Sagen wir es mal so. Und ja, da gibt es ja verschiedene Bereiche. Also erstmal muss das natürlich geskriptet werden, also programmiert. Ich denke, das ist die schwerste Arbeit. Und dann gibt es noch Musik, wo der natürlich unterlegt werden muss und so. Und Sprites. Das ist auch eine große Sache. Also, ja. Für die nicht wissen, was ein Sprite ist, also... Naja, so eine Pixelfigur halt, das ist ein Sprite, ganz einfach. Das muss natürlich auch eingebaut werden, so selbstgemacht, so teilweise. Weil, jetzt sagen wir mal, es gibt ja zum Beispiel keine Sprite-Version von Mario, der, keine Ahnung, Bewegungen aus Smash Bros. Macht. Sowas muss man dann selber bauen und machen. Das ist auch nicht wirklich einfach, wie ich finde, aber da gibt es echt ein paar, die haben sowas irgendwie hinbekommen. Und ja, und das für verschiedene Charaktere und was weiß ich. Aber ich glaube, da ist echt bis zum Schluss kaum was rausgekommen. So eine komische Demo mit einem, ja, mit so 3 Charakteren, glaube ich. Aber das Gameplay war auch nicht so prallo. Leider. Naja. So viel zu meiner Vergangenheit im Internet. Ich glaube, Let's Plays habe ich dann... Ja. Ich glaube, die Let's Plays knüpfen ungefähr am Ende von der Vorgeschichte, also mit diesem Forum da an. Da habe ich übrigens aufgehört, weil die mich rausgeschmissen haben. Ja, die haben mich rausgeschmissen. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Ich habe niemandem was Böses getan, aber dachten sich... Nope. Den SSBB Rocker. Ja, ich hieß damals SSBB Rocker. Den wollen wir ja nicht. Und was gab's da noch? Ja, damals hatte ich auch meinen alten Kanal, SSBB Rocker. Könnt ihr gerne mal eingeben, der, weil da steht dann, der wurde wegen Urheberrechtszeug gesperrt. Weil damals habe ich dann... Endet der Kampf jetzt? Ich glaube, der Kampf endet jetzt. Aber ich weiß nicht, ob der Part dann endet dann auch jetzt. Weil wenn der Part dann jetzt endet, dann ist er blöd im nächsten Part dann. Okay, warte, muss ich mich jetzt beeilen. Okay, da habe ich dann so Videos hochgeladen, so Ausschnitte aus, was war das damals, Family Guy und sowas. Und sowas wurde natürlich dann schnell gesperrt und deswegen wurde der Account dann gesperrt. Und das, dann habe ich mir dann so knapp Anfang 2000, nee, es war ganz Ende 2009 dann wirklich, habe ich einen neuen Account gemacht, den habe ich dann SSB Rocker genannt. Aber leider habe ich den so ein bisschen falsch, ja gut, zu spät. So ein bisschen komisch geschrieben, dass er leicht SS Rocker zu verstehen ist. So, das war die Vorgeschichte.